So, okay. Wieder falsch gelaufen. War ja klar. Okay. Na, wo bist du? Da bist du. Greetings again, Recruit. Were you able to finish the task? Ja. Exzellent, hier habt ihr das versprochene Schwert. Das habe ich schon wieder vergessen, dass er uns ein Schwert versprochen hat. Na toll, jetzt bin ich natürlich dadurch wieder überladen. Claymore, Klaue des Todesritters, einzigartig, 39 bis 88. Was macht deine Waffe nochmal für Schaden? 31 bis 51, ja, das sieht doch ganz gut aus. Benötigte Stärke 24. Ich wusste, es gibt einen Haken. Möchtest du nicht noch ein bisschen in Stärke skillen? Es fehlen ja nur noch 12 Punkte. Wie gesagt, ich will auch noch ein bisschen in Schnelligkeit skillen. Schade. Nächste Stufe dauert auch noch ein bisschen. Okay, aber wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann können wir auch mal ein bisschen Zeug noch mal verkaufen. Aber das müsst ihr jetzt nicht sehen. Das werde ich rausschneiden. Deswegen bis gleich. Und da bin ich wieder. Ja, wie sieht es jetzt hier aus? Wir haben, ja, ich habe aus Not noch ein paar Pfeile dazu geshoppt. Ist jetzt, naja. Aber ich glaube, spirituelle Pfeile, ja. Bei den Ringen hat sich jetzt hier nichts getan. Da hatte sich auch nichts getan. Da hatte sich auch nichts getan. Hier hatte ich noch einen neuen Ring dazu gekauft. Rüstung 2, Hiebwaffen 1. Ich glaube, das ist ja eine Hiebwaffe, ja. Initiative 3%, Bonus auf Gewandtheit 1, Bonus auf Überleben 1, Bonus auf Mana 10. Ja, bei Gürteln haben wir immer noch nichts wirklich, was besser ist als dieses Rüstung 1 und dieses ganz einfache, weil wir noch nicht stark genug sind, um bessere Gürtel zu tragen. Okay, dann gibt es hier neue Handschuhe, grüne Lumpenhandschuhe der Überraschung. Okay, naja. Rüstung 1, Zielgenauigkeit minus 3, Initiative plus 3%. Bonus auf Glück 5, Bonus auf Ausweichen 1. Okay, ja, und dann hat natürlich unser Freund, unser Knochiger, auch noch ein bisschen was dazu bekommen. Also, was heißt natürlich? Also erstmal, es ist ganz schön umständlich, dieses Zeug von ihm zu reparieren. Man muss es halt aus dem Inventar hier direkt rausziehen, dann muss man es einem der anderen geben. Die rennen dann damit zum Händler und lassen es reparieren. Ja, toll. Der hat jetzt einen neuen Ring noch dazu bekommen, beziehungsweise ist es ja irgendwie eher wie so eine Art Schnur oder so. Kurt der Ratte, das hatte vorher der Todesritter. Und ja, und dann haben wir hier noch ein bisschen das Zeug gesammelt, was ich noch aufheben möchte. Also hier ein etwas besserer Gürtel dann, wenn wir endlich ein bisschen bessere Stärke haben. Gürtel des Schimmerns, ja, den fand ich ziemlich gut. Den haben wir identifizieren lassen. Schnelligkeit 2%, Feuerresistenz 6, Schattenresistenz 6, Bonus auf Wahrnehmung 1, Bonus auf Ausweichen 1. Braucht aber Stärke 22. Dann haben wir noch Knochengürtel des Stiers aufgehoben. Knochenresistenz 1, Bonus auf Konstitution 1. Ja, wenn wir erstmal Stärke 22 haben, wer weiß, was wir dann an Equipment zur Auswahl haben, aber naja. Der hat jetzt hier noch das zweihändige Bastardschwert aufgehoben für den Todesritter. Und der Todesritter hat auch das Claymore bei sich. Aber das kann er halt... Benötigt die Gewandtheit 9? Achso, weil ich das Skelett anvisiert habe. Ja, es dauert halt noch eine ganze Weile, ehe wir das anlegen können. Okay, das dazu. Dann machen wir uns jetzt wieder auf den Rückweg. Und wie immer fehlt die Karte. Ja, jetzt müssen wir da diesen langen Weg nicht gehen. Ich würde ja nicht die Karte einblenden. So.
Ich weiß nicht, ich habe mich inzwischen an so eine Minimap so gewöhnt, dass ich Spiele, wo es das halt nicht gibt, finde ich einfach grundsätzlich total irritierend. Also in Gothic fällt mir das nicht auf, weil ich in Gothic mich halt so gut auskenne, in dem ersten Teil, dass das total egal ist. Aber ich habe jetzt mal wieder hin und wieder angefangen, nebenbei Gothic 3 zu spielen. Boah, das ist echt so nervig, vor allen Dingen da in diesen Wüstenruinen. Arr. Müsste man sich da sämtliche Karten irgendwie ausdrucken können oder so. Also es gibt ja im Internet so ganz viele Karten, die halt aus der Luft erstellte Screenshots sind. Also zumindest sieht es so aus. Da frage ich mich immer, wie die Leute das hinkriegen. Wahrscheinlich mit irgendeinem tollen Modus, in dem sie dann über die Karte fliegen oder so. Keine Ahnung. Aber sowas finde ich eigentlich viel übersichtlicher, weil diese ganzen schematischen Karten in Gothic 3, die sind so ungenau. Das ist echt furchtbar. Wieder mehr Glück als Verstand gehabt hier. So, wie war das jetzt hier? Nee, Moment. Nee, hier muss ich so rum langlaufen. Genau, okay. Puh. Gut. Dann geht's jetzt wieder zurück. Und dann haben wir jetzt nur noch eigentlich einen Weg vor uns. Nämlich die Treppe dort hinten. Viel mehr gibt's nicht zu tun. Außer das, was ich euch noch zeigen wollte, was hier noch auf dem Weg zu entdecken gibt, was ich vergessen hatte. Aber ja, dann lass mal halt wieder den Todesritter von wegrennen. Zwar gab es hier noch einen weiteren Brief, den ich übersehen hatte. Der lag nämlich, glaube ich, unter einem Kopfkissen oder so. Genau, da unten, Manuskript. Wir müssen sehr sorgfältig überlegen, wie wir nun vorgehen sollen. Erinnert ihr euch an den Bauern, der im vergangenen Monat den offiziellen Antrag gestellt hat, aus Samuels Diensten entlassen zu werden? Als er verschwand, dachten wir, dass seinem Antrag stattgegeben worden war. Wir waren noch voller Hoffnung damals. Aber vor kurzem habe ich die verwirrende Nachricht erhalten, dass er ein Stockwerk nach unten gebracht wurde. Ich befürchte das Schlimmste für ihn. Er könnte im Magen eines Dämons gelandet sein. Ja, bei diesem, weiß ich nicht, Dämon-Parcours da. Das könnte übrigens vielleicht der Andras hier gewesen sein, der seiner Mutter geschrieben hat, dass er Gras und Bäume vermisst und so. Das ist schon irgendwie, ja. Wir ziehen halt hier auch durch und metzeln alles nieder, was nicht grün ist sozusagen, also was sich nicht mit uns gut stellt sofort. Das gibt einem schon irgendwie zu denken. Naja. Was tut man nicht alles für die Freiheit? Aber die machen halt auch nur ihren Job, sozusagen. Ob sie sich jetzt freiwillig dafür gemeldet haben oder nicht, naja. So, ja, hier kommen wir ja noch nicht durch. Da ist eine weitere Treppe. Da werden wir später hinkommen. Glaube ich zumindest. So. Und dann gibt es ja hinten diesen Wachraum mit diesem Gong, der übrigens dazu da war. Diese Wächter, hier standen ja irgendwie 4 oder 5 Wächter in diesem Raum, die irgendwie einzeln hier reinzulocken oder so. Mal ausprobieren. Wird jetzt nichts weiter passieren. Na toll. Sieht so aus, als würde irgendeine Beschwörung murmeln. Ja, denn eigentlich braucht man nämlich den Hammer dazu nicht aufzunehmen. Naja. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Puh, tief durchatmen. Mal gucken, was uns erwartet. Achso, ich könnte mal vorher noch abspeichern. Ja, ich weiß, ich mach's spannend. Welcome.
Welcome to your tomb, my friends. It's a shame you're gonna die, really. You were quite entertaining for a while. You've been watching us? Did you really think you would be able to go through my citadel unnoticed? How amusing! Pathetic creature. You hid behind others instead of confronting us yourself. I particularly liked it when you gave the guard the rum. Good thinking. I gave him a quick swim in the lava, of course, just to cure his hangover. And you, servant of goodness, how did it feel being bonded to such an evil creature? Okay. Offensichtlich dient der Paladin in seinem Orden einer Göttin. Ich muss nochmal die Info über die Götter nachlesen in Divine Divinity. Okay, das also Samuel. Er hat uns die ganze Zeit beobachtet und hat sich seinen Spaß draus gemacht. Und der arme Kegan muss jetzt dafür, dass er seinen Ruhm da bekommen hat. Es war eigentlich klar, dass er bestraft wird. Sollen wir gegen ihn kämpfen, Todesritter? Du kannst nicht einen Dämon kämpfen. Die Barriere zwischen dieser Welt und der dämonischen Dimension wurde zerstört. Thus, die Lebensfreude der Dämonen ist jetzt in einem Zustand konstanter Regeneration. Enough! It's time to return to your cells, some creatures. But first, I will teach you a new lesson in pain. But wait! What is... No! No! Not now! This can't be! I'm called! No! Guards! Take care of the prisoners! Don't let them escape! As ordered, Your Excellency, they will await your return from inside a cell. Okay. Oh, Stufe 13, ja. Jetzt gilt es, alles oder nichts. Samuel selber, offensichtlich müssen wir nicht gegenüberstehen. Aber ob es das jetzt so viel besser macht... Oh Gott, auch noch zwei. Scheiße. So, ich halte schon mal hier die Tränke bereit. Aber irgendwas scheint da ganz gut Schaden zu machen. Oh, der hat auch noch Fernkampf. What the hell? So. Du gehst mal dorthin, dass er nicht mehr hier Fernkampf macht. Du lenkst den hier ab. Und du rennst erstmal eine Runde weg. Auf das du jetzt angreifen kannst. Okay. Ob das was wird, ich weiß es noch nicht. Könnten ja dem Skelett auch einen kleinen Heiltrank mal zustecken. Mehr genug. Ja, das schaffst du, das schaffst du. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Okay, der ist zusammengebrochen. Den haben wir besiegt. So, du kriegst noch einen kleinen Heiltrank. So, und du bist fast durch mit dem. Go for it, go for it. Ja. Du schießt auch immer noch auf den, ja? Ah, shit. Offensichtlich ist Aris nicht schnell genug mit Schießen. Dann kümmere dich erstmal nochmal um den. Und Aris, du läufst eine Runde lang weg. So wie sich das halt gehört für jemanden, der unterlegen ist. Ha, in your face. Nee, eigentlich nicht in dein Gesicht, Todesritter. Das war zu close for comfort, human. Wir waren glücklich, Samuel was summoned away, bevor er uns imprison us again. Wie kommt es, dass er beschworen wurde? It's something that happens in this dimension from time to time. Necromancers in Revelin can summon creatures from this world temporarily. Demons, imps, even humans.
Okay, also halten diese Beschwörungen nicht alle lange an. Summoning is not forever. The necromancer can ask the summoned creature to answer questions or perform certain tasks. The creature is bound by the spell to obey, but afterwards they will return to this dimension. Ja, jetzt wissen wir nämlich endlich mal, was passiert, wenn man irgendwo quasi da in Rivellon oder so Dämonen beschwört, wo die eigentlich herkommen. Aber dass auch Samuel beschworen werden kann, Samuel is a tremendously powerful archdemon. But if he is summoned, then like every other creature, he must follow the call. Eventually he will return here, but it will take a while. Wie sieht es mit Menschen aus? Humans can also be summoned, but this is very rare. The necromancer has to know the name of the creature they want to summon. And Samuel makes sure his reputation precedes him. Okay. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist dann nicht besonders schwer. So. Okay. Feuerpfeil. Feuerpfeil. Sehr schön. Das waren also Feuerpfeile, die geschossen haben. Verschossen haben. Seil. Schlüssel, Stiefel, Ledergürtel. Okay. Oh, da unten ist noch was. Noch ein Schlüssel, ein Knochengürtel. Tor verschlossen. Aha. Also ich meine, ja, dass das halt aussieht wie irgendwelche Zähne, das ist ja nichts Neues, aber wenn das so aussieht wie fast schon menschliche Zähne, wird's irgendwie wirklich unheimlich, finde ich. Wie so ein Kiefer. Das ist wie irgendwelche Krallen oder so. Das ist schon sehr stylisch. Oh, eine Schatzkammer. Ah, da gehen wir doch gerne hin. Uiuiuiui. So, wer hat das höhere Glück von euch beiden? Ja, als ob das jetzt noch eine Rolle spielen würde, aber... Glück, 21, 10. Okay, Ares, go ahead. Smaragd, magischer Schlüssel. Ja, den kümmern wir uns gleich. Smaragd, Gold, Gold. Magischer Schlüssel zum Schlachtfeld. Du hast nun Zugang zum Schlachtfeld Level 3. Sehr schön. Okay, mehr gibt's ja offensichtlich nicht. Oh, da ist noch eine weitere Schatzkammer. Und noch ein weiterer Schlüssel. Sehr wohl. Ja, leider steht halt nicht mehr dabei, was es eigentlich tut. Das muss ich mal noch mal irgendwie in Erfahrung bringen. Okay. Na, vielleicht hilft er uns ja eine Etage weiter unten bei der verschlossenen Tür. Okay, wir haben es tatsächlich geschafft. Samuel zumindest dieses Mal entkommen.